This is nice, this, listen to that. And you have to imagine this sound being transmitted below with a sound box that's 220 millimeters deep, with then round holes that are transmitting this sound to the people below. Im Oktober 2010 erhielt ich eine Nachricht von Anthony Gormley auf mein Handy. Dort stellte er mir das Projekt Horizon 4 Tempo zum ersten Mal vor. Und alles drehte sich um einen sogenannten Suspended Floor, einen abgehängten Boden. It makes it sound like it was an immaculate conception, an instant, but it wasn't like that. First we saw the Deichtorhallen and we tried to find a way of using this space in an interesting way. Ich weiß natürlich, dass der räumliche Bezug für die Werke von Gormley immer eine ganz besondere Bedeutung haben, und ich hatte die Ausstellung im Kunsthaus Bregenz gesehen, wo Gormley auf drei Etagen installativ gearbeitet hat. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass es mit dem Raum der Deichtorhallen funktionieren kann, wo natürlich diese räumlichen Bezüge für alle Kunst immer eine ganz besondere Rolle spielen. Das muss einfach funktionieren. Der Kontakt kam dann über die Galerie Ropatsch zustande. Anthony besuchte die Deichtorhallen und wir haben natürlich viele Ideen ausgetauscht. Und immer ging es darum, wie kann man eine Installation, wie kann man Skulpturen von ihm am Boden verankern. And at first we were thinking rather conventionally how I might make a retrospective and what kinds of objects this building could hold. But the fact is, the space offers an enormous volume, but actually the floor is not capable of sustaining objects that could really use the volume of the space. So we started analyzing what can this building really do. Ja, die Planungsphase musste im Prinzip Schritt für Schritt musste festgelegt werden, welche Genauigkeiten wir brauchen. Das Thema Genauigkeiten und Toleranzen hat bei dem Projekt eine große Rolle gespielt, weil wir oben diesen spiegelnden Bodenbelag haben, der im Prinzip nur dann gut ist, wenn die Toleranzen der Unterkonstruktion sich in Grenzen halten. Realisiert haben wir die Leichtigkeit, indem wir auf die Materialien Stahl und Holz zurückgegriffen haben. Stahl als Hauptkonstruktion, dann noch im Prinzip gestützt durch Unterspannungen. Diese Stahlseile, die Sie hier sehen, und eben die Aufhängungen selber. Anyway, it's a very different acoustic with this, with the barefoot effect. But there's pros and cons for all of this, because suddenly when you take your shoes and socks off, you're much more in touch, literally in touch with your body, with the way your body is in relation to space. But I'm just worried. I'm worried about all of that kind of, you know, the ritual of people taking their socks off, and where that happens and how it happens. Die Deichtorhallen in Hamburg haben sich für Horizon 4 Temburg entschieden, weil es ganz fantastisch ist, im Documenta-Jahr ein solches Großkunstprojekt hier in der Hansestadt präsentieren zu können, wo die Leute von weit her angeregt werden, nicht nur nach Kassel, sondern eben auch nach Hamburg zu kommen. Außerdem ist es ein ganz besonderes Projekt für die Deichtorhallen. In früheren Ausstellungen haben wir den Raum immer aufgegliedert. Jetzt handelt es sich um ein komplett durchgeplantes, ganzheitliches Kunstwerk, wo einerseits die Architektur Teil der Kunst wird und andererseits die Menschen in ein gigantisches, monochromes Farbfeld eintauchen.
Die Herausforderung bestand natürlich darin, diese verschiedenen Gewerke miteinander zu koordinieren und die Abläufe alle entsprechend zu planen. Am Anfang musste überhaupt erstmal die Machbarkeit des Ganzen ermittelt werden. Als Gormley uns die ersten Entwürfe gezeigt hatte, reicht die Reaktion von Wahnsinn, großartig bis hin zu, das ist überhaupt nicht zu machen, wie soll das gehen? The idea is that this is a test ground for human life elevated on an unstable platform within stable architecture, in which people in some way are sensitized to themselves and to their condition, you could say, architectural, spatial and social. Gormleys Installation ermöglicht einen ungeheuer intensiven ästhetischen Eindruck, den es nicht häufig gibt. Es bietet alles, was Kunst haben kann. Dimension, Perfektion, Überwindung. Überwindung nicht nur der Schwerkraft, sondern auch Überwindung des menschlich Möglichen. Ja, das Thema Leichtbau beschäftigt unser Büro ja in vielerlei Aspekten. Also eben wir machen weitgespannte Dachtragwerke, zum Beispiel für Fußballstadien oder Hallendächer. Die Schnittstelle zwischen Holz- und Stahlbau lag darin, dass wir ein Einstelldetail vorsehen mussten, mit dem man eben schrittweise von den Bauwerkstoleranzen des Stahlbaus hin zum Holzbau die am Ende geforderte Genauigkeit erreichen konnte. Sie konnten nicht das Bauwerk in Gänze in einer absoluten Präzision herstellen, sondern sie mussten eben Schritt für Schritt Möglichkeiten vorsehen, mit denen sie immer besser werden, adaptiv. Im Gegensatz zu sonstigen Ausstellungen, die wir in den Deichtorhallen zeigen, bei denen wir ja viele, viele Exponate von einem Künstler oder zu einem Thema zusammentragen und hier präsentieren, zeigen wir bei Horizon Field Hamburg ja nur ein einziges Objekt. Das mag jetzt erstmal verhältnismäßig unkompliziert klingen, war es aber nicht, weil dieses Objekt hat es in der Tat in sich gehabt. In dieser Zeit haben wir gemeinsam mit dem Studio Gormley und Ingenieuren, Statikern, Architekten, Sicherheitsexperten und Experten aus den Bereichen Stahlbau, Holzbau und Belagsbau unter Hochdruck zusammengearbeitet, um dieses Projekt zu realisieren. I always thought this was an open space. This was the whole idea of this show was to have this open space for experience. I think of it as an experiential field for adults and for children to feel in a way alive in a different way to when they're on the ground. So it's about auto-observation. Where am I now? My God, it's like I'm walking on the surface of the water. Where am I now? My God, this is not a stable. I feel I'm moving like I was drunk, but I haven't drunk anything. I mean, those kind of
gute Observation. Wir haben ja so gesehen ein mathematisches Pendel gebaut. Also die ganze Plattform ist aufgehängt an 8 Seilen. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Eine Masse, die aufgehängt ist an einem Seil, ist ein Pendel. Das ist aus dem Physikunterricht bekannt oder aus dem Mathematikunterricht. Und eben diese Masse soll jetzt bewegt werden durch den Besucher. Also mein Finger ist der Besucher, der nachher auf der Plattform läuft und die Plattform im Prinzip zum Schwingen bringen soll. In diesem Zusammenhang spielt Leichtigkeit der Konstruktion natürlich eine sehr große Rolle, weil je schwerer die Masse der Plattform ist, desto schwieriger wird es sein, dass der Besucher die Plattform noch anregen kann zum Schwingen. It has extreme sensitivity. It's like a membrane. It's like the skin of a drum that translates vibration energy into vibration. So we can feel connected, which is why I'm so keen on the bare feet, that people really pick up the transmitted vibrations of other people's movement. When I jump, everybody feels that. This is not a dead surface. And I just hope that people will colonize, exploit, find places to be or things to think or things to feel for themselves. What? Get rid of all your scarf and wounds, because, I mean, the best would be if you took all your clothes off. But I realize. Die Faszination liegt darin, erstmal die Größe, die Dimension. Jeder, der hier reinkommt in diesen traditionellen, jetzt 100 Jahre alten Deichtorhallen, dieses Horizon Field, dann das Begehen des Feldes, das öffnet neue Horizonte mit Sicherheit für jeden, der da drauf stehen wird. Und Eröffnung von neuen Horizonten ist auch etwas, wo wir als Nordmittagsstiftung sagen, ja, das unterstützen wir und das passt natürlich auch gut zu Horizon Field. Für die Besucher erhoffe ich mir, dass sie total begeistert sein werden. Come and try out this experiential field. Doesn't matter whether you're 6 years old or 65. And share this open space of possibility, because we don't know what's going to happen, but come and make it happen.